Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Kette. Wir spielen Witcher 3. Tut mir leid, dass ich lachen muss, aber Pepe hat versucht, immer so den so zu sehen, Ja. diesen Geralt, dass man ihn ins Gesicht gucken kann. Ich glaube jetzt, Aber die automatische Kamera, hat die wieder dreht zurückgedreht. gnadenlos Genau. zurück. Okay, wir wollten auf diese eine kleine Insel rauf, da gibt es Ja. ein Fragezeichen. Ja, Mitten auf die der werden wir Insel. jetzt gleich mal ansteuern. Bevor wir dann uns noch das Stahlschwert holen hier. Von der Wolfsschulrüstung, Ausrüstung. Mal sehen, wo man hier am besten an Land gehen kann, Ja, da gibt es ja auch nur irgendwo ohne das Schiff zu eine zerdeppern. Höhle, ja, unter der Insel. Das weiß, kann man ja nicht Wer wissen. weiß, wer weiß. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen vom Gas gehen. Ja, bevor du hier noch Das Schiffbohrer sieht leidest. doch ganz gut aus hier. Oh, ein bisschen beidrehen. Reicht. Mit der Soll ich kleine hoch? Kiesstrand. Ach, guck mal, hier gibt's Ach, guck mal, sowas gibt es Freunde. hier. Naja, vielleicht gibt es da auch eine Kiste. Oder sowas ähnliches. Oh, wir werden es sehen. Hallo. Dann gehen wir am besten mal auf Igni. Na ihr? Alles frisch? Rutzig mal schön. Aua! Naja. Habe ich gepennt? Oh ja. Na Da ist noch gut, einer. Noch zwei. das weiß ich noch gar nicht. Die wollen auch noch Ja, abgefertigt ist werden. gut. Du kommst auch dran. Alles Wusste ich klar. nicht wehren. Und nicht Die ausweichen, sahen mal das ganz ist hübsch nur aus, bevor sie uns lästig. angegriffen haben. Ja, Ich verstehe natürlich auch, dass sie ihre Insel verteidigen. Aber meinst so du? ist es halt immer. Ja, der Ist doch eine gar kommt, nicht ihre Insel. sagt, das ist meins. Und der andere, der draußen sitzt, denkt, das wäre seins. Die Insel ist Und dann gewinnt der, der harmlos. stärker ist. Genau. Oder meistens Ach, ist ja guck der mit den mal. besseren Waffen. Hier ist schon jemand vor uns gewesen. Ja, der hat es vielleicht nicht überlebt. Das sieht aus wie so eine Tja. Buddel Wein. Bewachter Schatz, ja. Aha. Das hätten wir uns eigentlich denken Wo können. Das ist die Frage, naja, denn? hier kommen wir vielleicht hoch. Probieren. Ja. Springt einfach hoch. Erst will er nicht und dann springt er hoch. Ja, Oh. das ist es schon, würde ich sagen. Und schon ist er grau. Ja, nett. Hübsche kleine Insel. So. Kann man mal gucken, ob man irgendwie Noch noch irgendwas? runter gucken kann. Wie hoch kommt man denn hier? Mal sehen. Vielleicht gibt es hier auch noch. Viel Nee, gibt es höher nicht. Weiter kommt geht's. man hier wohl nicht Vielleicht mehr. nicht. Schade. Wenn sie doch irgendwas Interessantes hinsetzen können. Naja, nett. Speicher mal. Na schön, dann werden wir uns mal das Stahlschwert holen, oder? Ach, wolltest du wieder sterben? Na, Ich war hatte nicht tief keine genug. Lust, den ganzen Weg rundum zu War nicht klettern. tief genug, und da war dummerweise auch noch Wasser. Hat nicht geklappt mit Das dem habe ich Wurfsmoor. gehofft. Naja. So, siehst du, und da Gerald. ist. Was haben wir denn hier? Sieht irgendwie merkwürdig aus, was du da machst. Und jetzt hat er sich verheddert und kommt nicht Ah, mehr das weg. jetzt kommt davon, weil er so übermütig ist. Und der kann da ja nicht tauchen. So, jetzt probieren wir mal reinzukommen, ordentlich ins Boot reinzukommen. Und dann guck Nee. mal. Hier geht er nicht hoch. Nö. Nein, von der anderen Nein, Seite. er geht nur im Schwimmen hoch. Jetzt muss er noch an Land schwimmen, weil er das Boot nicht mehr betreten kann. Von Guck mal, und Land hier ist kann er das nur Ruder. Guck mal, reinspringen. da kann man das Ruder doch locker sehen. Ich Ja, weiß wenn gar nicht, das was du Boot hast. schräg ist, so ungefähr, dann kann man es ganz gut sehen. Und hier gibt es außerdem eine Sitzbank. Aber ich glaube, vorne gibt es die auch. Vorne Der sitzt genauso, Passagier. die Sitzbank ist genau identisch. So, gucken wir doch erstmal auf die Karte. Jo, man könnte die Runde hier so zurückmachen. Oh, da ist ja auch noch was an der kleinen Insel. Ja, hier Gerne. sind noch zwei Inseln. Oh, schön, ja, machen wir doch. Ich habe gerade Lust auf Wasser. Ja, so eine Sieht so kleine nett kühl Bootsfahrt aus. ist doch lustig. Geh halt, puste mal. Geht jetzt bestimmt schneller. Oh, ich weiß nicht. Hat so viele Löcher in seinem Ding da drin. Tja. In seinem Segel.
vermutlich kein Nadel und Faden zum Stopfen dabei. Ich kenne mich ja nicht aus mit Segeln. Aber ich kann mir vorstellen, dass Löcher gar nicht so gut sind. Kann ja wohl jeder. Das Problem ist, wenn es zurück oder um die Ecke gehen soll, dann wird das wohl etwas schwieriger. Da wüsste ich nicht, wie das geht. Na, ich auch nicht. Vielleicht habe ich bisher eigentlich immer nur. Ich habe bisher immer nur Passagier. Sag mal. Ja, ich habe ja auch keine Ahnung, wie man vermutlich Freunde bemerkt. Ja, wusste ich es doch, dass sie wieder angreifen. Komm her. Ist ja ein richtiger kleiner Sturz. Jo. Jetzt ist ein Sturzflieger in zwei Hälften. Ja. Bewachter Schatz. Ich schätze mal, Sirenen bewachen den, oder? Oder meinst du, sind noch andere, die den bewachen? Hä? Na. Das war jetzt aber weiter nur. Das war gut. Ja, hat getroffen. Tja. Die nächste ist schon. Eigentlich ist es ja auch schade um sie. Ist wahrscheinlich eine aussterbende Art. Wenn der Hexer mit denen fertig ist, ist nie so richtig gut. Nö. Selber schuld. Ach, die andere hat sich verzupft. Sehr vernünftig von ihr. Ist eine von der schlaueren Sorte, ja. Was haben wir denn hier? Fass? Nix. Ich sehe, dass ich nichts sehe. Du kannst hier hoch wahrscheinlich. Oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist er auch im Wasser, der bewachte Schatz. Unter uns, sagt er. Unter uns. Aua, hat doch wehgetan schon mal wieder. Benutze deine Hexersinne. Vielleicht im Meer. Oder so im Meer vergraben, so am Ufer vergraben oder so. Das haben wir ja auch schon erlebt. Nö, du bewegst dich fort davon. Na, endlich wieder mal ein Rätsel. Ach nee, du bewegst dich gar nicht fort davon. Das hier, was wir haben, ist ja das Ding. Wir haben ja unsere Ausrüstung noch drauf als Marker. Ja. Also da können wir also jetzt... hier ist nichts. Aber ist ja nicht gucken so ein, mal, so ein Schatz hier eingefallen? Noch etwas tiefer ist. Aber ich sehe hier nichts. Hier geht's ganz, ganz. Na, guck doch mal, wo das Fragezeichen runter. Ist. Ja, ich gucke ja in Richtung Markierung. Aber hier ist nichts. Na, dann ist es an Land. Sieht auch aus wie an Land. Würde ich sagen. In dieser Richtung ist es. Ja, ich. Wir werden doch so einen kleinen, genau winzigen Schatz zu. Finden. Das ist wahrscheinlich so klein, der Schatz, dass man ihn nicht sehen kann. Na und hier, was ist denn hier? Das ist doch eine Kiste, oder? Links, nein? Da habe ich schon geguckt. Nein, da hinten, auf der anderen gesehen. Seite. Auf der anderen Seite. Ja, hier bei dem Boot. Da habe ich schon geguckt. Und da und das ist auch nicht so... Nee, ist nichts, das ist kein Ballen oder so. Nee, ist nicht so. Nichts. Gar nichts. Nein. Nichts. Schweinerei. Ja, nichts. Trotzdem guckst du in die richtige Richtung. Da muss es doch da irgendwo sein. Da, wo wir nicht hochgekommen sind. Nicht weiter hochgekommen sind. Vielleicht geht es auf der anderen Seite hoch. Vielleicht geht es da hoch, genau. Naja. Da geht es nicht hoch. Na ja, dann geht es so von der anderen so, Seite da aber hoch. Aber so nicht. Na dann von hier. Hier? Gerald. Müsste eigentlich auch eine Bergziege sein, aber ist nicht. Nee, der stellt sich immer sowas von dämlich an. Nee. Gerald, ich kenne dich nicht mehr. Nee, ich weiß ja nicht. Leute. Mal sehen, ob es hier von der anderen Seite besser hochgeht. Und wenn wir den Schatz dann wirklich kriegen sollten, dann ist das sowas von unwichtig. Ja, ob wir es haben oder nicht. Welcher Trödel drin. Aber ich will ihn. Gerald, du willst ihn doch auch. Guck mal, hier ist ein Weg. Oh, ja. Schon wieder sowas Ekliges. Ja. Oh, war ja klar. Weil es nach oben ging, das kann er nie. Also doch ab und zu schon, aber nicht so oft so. Also. Nee, das ist aber blöd. Tja, zeig, was du kannst, Gerald.
Anlauf. Und dann nach oben springen und... Ja! Ach, falsch, du hättest auf der anderen ein bisschen mehr... Ach nee, das ist ein blödes Spiel. Fällt da auch noch ins Wasser. Das ist ein blödes Spiel. Na, ich sag dir was Blödes. Wenn er jetzt weggeht und nichts gemacht oder unverrichteter Dinge weggeht, das ist ein blödes Spiel. Mach das doch selber, ja, ich weiß. Ja, genau, mach's selber. Hm. So. Geht's rechts? Kannst du ja vielleicht mal gucken, wo es besser geht. Ja, da ist ziemlich wurscht, würde ich sagen. Ja! Geht doch! Hurra! Jetzt muss ich hier noch hoch. Und hoffentlich gibt es ja auch wirklich irgendwo eine Kiste. Also da geht's Richtung Kiste, aber hier geht's bergab. Da gehen wir erstmal wieder lieber bergauf. Nee, das ist nicht gut. Nee. Das habe ich gewusst. Ah, verdammt. Doch. Ja, und dann hoch. Ah, und dann gucken wir da oben runter. Und lachen. Geralt aus. Och nö. Ihr seid doch bescheuert. Da war der Kiste jetzt übrigens ein Feind. Mann, wie soll das denn gehen? Meinst du, du musst da auch noch hoch? Ja, hier geht's doch sonst nicht weiter. Ja, das stimmt. Da kommst du auch nicht hoch. Ach, das könnte ich mir nicht vorstellen. Nie hoch. Dann bist du tot. Speicher lieber. Ja, speichern auf jeden Fall hier. Aber. Ob das der richtige Weg ist, das frage ich mich. Das glaube ich nicht. Wie soll man das denn schaffen? Tja, gute Frage. Ich glaube auch nicht, dass du es schaffen kannst. Ich glaube nicht, dass ich es. Oh. Du hast es geschafft. Jetzt musst du nur hier hoch. Wow. Ich glaub's nicht. Wow. Verbessertes Geisteröl, das hat sich gelohnt, allein schon deswegen. Und hier hat er nichts mehr, schade. Nö. Haben wir was gefunden, wo man was lesen muss? Hier soll man es wieder so reinlegen. Nö, nix. Schade, egal. So, ich speichere nochmal. Absolut. Du warst immerhin oben und hast es gefunden. Okay. Geralt die Bergziege. Bevor du jetzt hier irgendwo einen Abgang machst, der sehr unelegant ist. Ja, und dann war das alles umsonst. Ja, Geralt. Ups. Und weiter. So, wo ist denn unser Schiffchen? Ach, du kannst auch um die Insel rumschwimmen. Ja, ist gut. Wir können die Abkürzung nehmen. Ja, ich glaub schon. Aber nicht die hier. Nee, die ist besser ein bisschen nicht. Sehr tief. Naja, die kennst du aber auch schon. Ja. Gut. Okay. Das war okay. Hätten wir. Du, das kannst du das andere Ding auch machen. Ja. Demnächst, wo du aufgegeben hast. Noch ein paar solcher Sachen und du bist fit. Ja. Mhm. Gut. Da war noch ein anderes Fragezeichen, das war auch auf einer Insel, glaube ich, oder auf. Gera, du sollst an Steuer gehen und nicht springen. Ja, du bist ein bisschen zu viel gesprungen. Jetzt bist du. Ja, jetzt ist er Sprung auf Sprung programmiert. Ja. So. Wo war das nächste? Da war das nächste. Und hier hinten haben wir nämlich einen Leuchtturm. Das ist gut. Mit einem Wachenschatz, aber da ist ein Weg. Genau, da kann man nämlich dann. Wenn man auf dem Boot sitzt, dann springen. Kann man die nämlich nicht sehen. Mhm. Aufpassen. Ja, knapp. Aber es geht noch. Das Boot ist noch unbeschädigt. Fein macht er das. Mhm. Wollen wir hoffen, dass es so bleibt. Naja. Ist ja schon abgesoffen, weil die Erinien das Boot zerknabbert haben. Die müssen ja richtig gute Zähne haben. Mhm. Die haben bestimmt 52. Mindestens. Oh, sieht nicht schlecht aus hier. Aber ist pass das auf, unsere Insel? Wir könnten gewisse, das was man Untiefen nennt, könnten wir. Ja. Ach, da sieht man schon den Leuchtturm. Die sind gar ja, nicht ja. so weit weg. Das sieht man auch schon die kleinen Bewacher.
Leuchtturm. Sind ja schon wieder einer von den guten Freunden, die wir, also auf die wir gut verzichten könnten. Ja. Wer hat es gerade getaucht? Da ist er. Wow, es hängt die sich am Rennen über. Ja, geh weg da. Er wollte nicht aufstehen. Tja. Da ist sie. Tja. Wow. Ja, voll. Kann ich ja. Ich glaube, muss da sowieso raus. Sehen. Ja, jetzt ist er schon. So, die ist hin. Ach, die nächste hat ihn erwischt. So. Aber die erwischt Geralt dafür. Du hast recht. Das. Schieß. Oh. Kostet sie das Leben. Das war selber schon. Sollen wir jetzt aussteigen? Na, ausgestiegen ist er ja schon. Den Rest schwimmen wir jetzt. Hm. Ist sicherer fürs Boot. Ja, auf jeden Fall. Ui. Na du, rachsüchtiges Monster. So. Ah ja, wer weiß, was die verteidigen. Vielleicht verteidigen die ihre Jungen. Ah, was meinst du? Ach, weiß man nie. Der ist versteckt. Versteckter Schatz. Hm. Weiß wohl der, als der versteckt ist. Ah, wo müssen wir da wieder rumklettern? Da ist er. Ich habe ihn gesehen. Du hast ihn gesehen? Der ist gut versteckt. Geh mal zurück, da ist er beim Baum. Ja. Mann, du kannst ja gut gucken und der ist nicht mal da, wo er auf der Karte eingezeichnet nee, ist. Nee, das ist ja hinterlistig. Aber er ist ausgegraut, ja, also ist er das war, auch. Ja. Mhm. Wir genießen die Aussicht. Ja, ein so schön. Rundum. Zu dem Leuchtturm wollen wir. Genau. Da ist nämlich ein Wegweiser. Ja. Na. So. Richtig nett hier auf dem Wasser. Hm? Vor allen Dingen, wenn die Sirenen weg sind. Ja, das macht er jetzt schon wieder. Er springt so gerne. Er ist jetzt voll auf Springen programmiert. Ja, das gefällt mich auch. Das ist das eingegeben bei deinem Gamepad. Springen. Ja. 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 Hallo, irgendwo müsste hier mal ein A kommen. Ja, irgendjemand hat auch geschrieben in den Kommentaren, dass es eigentlich mit den Gamepads. Das ist das Spiel, weiß gar nicht mehr, war es Witcher oder so, besser zu spielen ist mit der Tastatur. Und ich glaube auch, dass es so ist. Aber Pepe hat sich jetzt so dran gewöhnt. Möglich, dass das jetzt wieder besser mit der Tastatur zu spielen ist. Ja. Witcher 2 fand ich völlig unmöglich zu spielen. Aber hast du trotzdem Tastatur. Mit der Tastatur gespielt? Ja. Wir haben ja erst bei Inquisition haben wir erst Mühe, da hatte ich noch gar kein Gamepad. Genau. Bis dahin habe ich nur mit Tastatur gespielt. Aber das war ja das reinste Klavierspiel. Oh, unser Schiff ist beschädigt. Ja, das wollte ich gerade sagen. Unser Schiff ist jetzt nicht mehr unbeschädigt. Inzwischen ist es schon beschädigt. Das waren die Sirenen. Ja, Misthunde. Nehme ich einfach mal an, aber ich glaube schon. So, ja. Wie kommen wir hier am besten mal sehen, ob wir hier... Überhaupt hochkommen? Ja, gute Frage. Wie kommen wir da hoch? Komm. Zack, springen tut er gerne, ja. Ja, springen kann er gut. Irgendwo muss da ja ein Weg hochgehen. Ja. Ja, hier ist ein da Weg. Da ist er. Da haben wir das schon mal, ja. Den kennen wir ja eigentlich. Und hier steht auch ein Wegweiser. Mhm. No. Passt. Mhm. So, wir müssen, hier hin. Ah ja. Gut, gut. Wir sind in den Lofoten. Da waren wir ja schon ein paar Mal. Lofoten. Die habe ich irgendwie anders in Erinnerung. Aber ja. Egal. Oh, da heult jemand. Naja, gibt es immer was zu weinen. In diesen schweren Zeiten. Hallo Pferd. Hier soll ich lang? Ja. Na. Ich meine, man muss ja nicht querfeldein. Ja, tatsächlich. Man hier muss ist nicht so querfeldein laufen. Schmales Tal.
zwischen den Bergen. Oh, auch da ist ein weißer Wolf. Und nicht nur einer. Geh weg. Ihr seid lästig. Ein ganzes Lasst mich Rudel. In Ruhe. Ja, ja. Was jetzt, du Stück Dreck? Ins Maul des weißen Wolfs. Komm, Gerald, musst ihn schon hauen. Bleib dir nichts anderes übrig. Ungern, aber meinst, so ist es. Der gibt keine Ruhe. Nee, der gibt keine Ruhe. Die alle geben können. Oder? Würde der abhauen. Wir wollten nur spielen. Ja, ist traurig. Sie sehen schön aus. Ja. Hier soll ich lang, hat's geheißen. Mhm. Naja, das könnte aber ein bisschen schwierig werden hier. Ich schaff das schon. Es geht. Gut. Mhm. Stimmt. Das ist noch ein Feind. Ja. Das Navi hat recht. Wo sind wir hier? Ach, gucke mal. Oh. Ist auch wieder so ein Troll. Hey. Der einen mit Felsbrocken geschickt. Sag mal, du spinnst, du bist ein Eistroll. Ach so, Eistrolle sind sowieso nicht nett. Felsrolle sind meistens die ganz netten. Nur so Eistroll, du Dove. Gerald wollte mal wieder nicht ausweichen. Aua! Ja. Jetzt gibt's aber eins auf den Nuss. Ja, das war's. Oh. Mann. Und? Aber Trolle, diese Eistrolle sind anders als die Felstrolle. Ja. Hat der was da gelassen? Nö. Na gut. Nö, absolut. Okay. Nichts. Sieht man ja. Nö. Mal schön. Gar nichts. Oh, das merke ich mir. Tolle Wolken. Hm. Sieht toll aus, in ja. Pink? Sieht einfach richtig toll aus, wirklich. Macht Spaß. Mhm. So. Ach. Da wirst du wohl runter müssen. Ja, dann würde ich mal speichern. Man weiß ja nicht. Von da an ging's bergab, hä? Ja, speicher erstmal. Hast du schon? Nein, mach ich. Man weiß nie. Das gucken wir mal. Ja, alles ach, klar, Hexerzeichen, ja. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Das solltest du. Ja, seh dich mal. Das sind ihre Stimmung, ja? Wie die sind, ist nicht ausgeschlossen, dass das irgendwo da oben ja, ist. Ja, durchaus möglich. Ich will doch erstmal nach oben gucken. Ist aber nichts. Na, zu kannst du wieder nach unten gucken. Ja, jetzt kann ich wieder. Frage ist nur, wie kommst du aus, von unten wieder, wie kommst du da wieder raus, wenn du da mal reingehst? Gute und Frage. Überhaupt die Möglichkeit? Ich habe gespeichert. Ja, ja. Ja, ja, da gibt es auch einen anderen Ausgang. Raus. Ja, kannst du hochklettern wahrscheinlich. Der kann ja so gut klettern, ist ja so eine Bergzieh. Ja. So, und hier geht's dann auch weiter runter. Ja. Na, ich weiß ja nicht. Hier oben ist ja nichts. Oh. Einmal rundum gedreht. Gefällt mir irgendwie nicht. Wir sehen, dass wir nichts sehen. Ah, gut, es geht. Ey. So ein Stinkegas. Hier mal alles ablaufen, aber außer Nostrix nix. Ist hier nichts zu finden. Also müssen wir hier rein. Ja. Und dann? Oh, das war knapp. Ja, das war knapp. Du bist vergiftet. Geh raus. Hm? Kannst du dir nicht in Pirol einfahren? Man hilft der Pirol gegen dieses Gift. Wir können es ja mal probieren. Wir könnten es ja mal ausprobieren. Ja. Wo ist er? Ich glaube, hast du in deinem Gepäck, oder? In deinem Handgepäck? Das könnte sein, dass der noch hier drin ist. Ja. Da ist er. Na gut, dann werden wir ihn mal einpfeifen. Müssen wir einfach mal ausprobieren. Vielleicht bringt es nichts, aber dann wissen wir es wenigstens. Hm. Na gut. Brennt aber ganz schön. Nee, bringt überhaupt nichts. Nee. Jetzt, aber was nee, jetzt wissen wir es gar denn? Nicht.
Du hast dich selbst verbrannt. Nein. Haut den Eisroll um und das Spiel. Aber manchmal ist es hier echt blöd mit diesem Giftzeug. In meinem Rhythmus bleiben. Nein. Der. Der wird hier sofort vergiftet. Da muss er irgendwie schnell durch. Ja. Andere Möglichkeit sehe ich hier gar nicht. Ja, kann sein. Okay, mal speichern. Man, jetzt war es aber nicht ganz so schlimm. Da, das ist doch bescheuert. Du hast sie verbrannt. Das ist jetzt das Verbrennen. Aufnehmen. Rostiges. Nein. Schwert, na wie schön. Pico, ja gut, ist ein Schema. Aber hier. Naja, gut. Aber ich glaube, es ist okay. Na, hast du es jetzt gefunden? Nö. Hier. Da ist noch eine Truhe. Oh. Ich glaube, der goldene Pirol scheint doch zu helfen. Ne? Du hast es gefunden. Da ist es. Weil es bleibt hier. Und das ist zwar die Verbrennung eher. Mit dem Hust-Hust. Na, Hust-Hust ist doch keine Verbrennung. Nein, was dir vorhin wehgetan hat, weil du nicht abnimmst. Du nimmst wieder zu. Ja, da scheint der, er hustet zwar, aber ja. Der Pirol, der ja, scheint... Ja, das scheint doch zu helfen. Doch zu helfen. Ich meine deswegen, eine Verletzung scheint von dem Verabbrennen. Dann an deiner Stelle würde ich... Oh, jetzt aber vergiftet. Jetzt bist du gleich tot. Jetzt bin halt. Ich tot. Mann, das Pirol ist weg nämlich. Der Pirol ist weg. Jetzt bist du tot. Ja. Du hättest auf den Pirol achten müssen, das hast du nicht gemacht. Scheiße. Ja? Du bist tot. Mist. Wir müssen in der nächsten Folge weitermachen. Ich hatte so gehofft, dass wir das jetzt hier noch beenden können. Weil Pepe dann ja, nämlich hätte... Ja, aber meine Gier, alles einzusammeln, was drin ist... Ja, hat dich getötet letztendlich. Ja. Und dass du den Pirol nicht nochmal genommen hast und nicht drauf geachtet hast. Ja, ich habe nicht aufgepasst. Ja, ja. Ja, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge dann... Ist ja lustig, ich habe wieder eingeladen, stehe wieder draußen, aber der Pirol ist immer noch an. Ja. Na gut, dann warten wir nächste Runde. Dann wird er hoffentlich ein bisschen cleverer sein. Kannst auch mal meditieren vorher, damit du noch genug Pirole hast, ja? Machen wir auch. Okay, bis zum nächsten Mal, ja. Tschüss. Ciao.